Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht es weiter. Wir müssen aktuell, da kommen gerade die hier, oh, super Zeitpunkt. Jetzt kommen hier gerade, was? Achso, ich denke mir schon, what the fuck geht jetzt ab? Aber ja, okay, nur die Typen. Wir werden heute, glaube ich, hier oben die, wer ist nochmal orange? Wer war nochmal orange? Wer war orange? Orange sind weniger bedrohlich. Die Schwaben, genau. Die Schwaben werden wir jetzt, glaube ich, platt machen. Hoffentlich relativ easy. Und ohne großes Tamtam. Bereite. Dies war. Sachsen werden angegriffen. Oh. Ja. Blickmann. Rein da. Haha, ihr Huren. Sterbt. So. So, und wieder zurück. Zurück an die Arbeit. So da. Pace, dass ich soll. Ja, ja. Pace, dies war. Ja, ja. Bereite. Das ist nur eine Schmiede, ist kein Problem. Ja, dass ich soll. Die haben natürlich auch wieder. Pace, Zerstörme. Ja, genau. Ihr geht mal hier rum. So, ihr schaut mir jetzt als erstes, dass ihr hier. So, die Trebuchets machen jetzt hier mal ganz kurz. So, ihr macht jetzt erstmal hier die Burg platt. Den Rest kümmern wir uns gleich. Ja. Hey, ihr macht bitte alle die Burg platt. Und als nächstes das Dorfzentrum. So, jetzt ihr auch das Dorfzentrum. Angriff aufs Dorfzentrum. Was? Ihr sollt euch nicht zusammenpacken. Ihr sollt das Dorfzentrum angreifen, ihr Idioten. Moment. Ah, ja. So, die Trebuchets sollten damit ihre Arbeit erledigt haben. So, Mönch, du nimmst hier die Reliquie und ich würde sagen, als nächstes gehen wir gleich hier rüber zu den Sachsen. Bereite, Zerstürme. Ja. Genau. Rete, dies war. Du gibst es jetzt einfach schön hier ab. Pace? Ja. Ja. Nicht aufbauen. Ja, ja, streitet. So, ihr geht jetzt mal bitte auf aggressive. Ah ja, hier. Hier machen die noch irgendwas. Finde ich gar nicht gut. Und hier ist das Gold auch alle. Ich meine, okay, wir haben 6000 Gold plus mit den Reliquien. Also wir lassen das jetzt hier einfach. So, dann bauen wir ein paar Einheiten nach, die uns gerade fehlen, beziehungsweise die gerade gestorben sind. Pace? In der Zwischenzeit ja. Nehmen wir einfach die hier und helfen. Dass ich soll. Bereit. Ja. So, ja. Du gehst auch wieder hier hoch. So, drei Reliquien. Die vierte sollte jetzt eigentlich auch nicht so lange dauern. Hier die Schwaben mit dem einen Marktplatz. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Pace? Dies war.
So, ja, und jetzt, ich meine, wir können natürlich, ich würde gern eigentlich die Bayern hier unten platt machen, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich am ehesten die Bayern platt machen wollen. Burgund sind ja jetzt auch noch eher stärker, oder? Bilde ich mir ein. Gut befestigte Stadt sind eben die Gelben, auch Schwaben haben wir schon platt gemacht, die Böhmen haben wir schon platt gemacht, Burgunder schwächere Parteien. Vor allen Dingen, ich würde gerne noch wissen, was hier mit den Osten kumanische Krieger auf sich hat. Deswegen würde ich sagen, sammeln wir unsere Einheiten mal hier unten. Ja? Dass ich soll, bereite. Das war... Das wär. Ja, jetzt sammeln wir unsere Einheiten mal ganz kurz hier unten. Na, jetzt habe ich natürlich die genau zur richtigen Zeit dorthin geschickt. Hey, Sir. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Trupp. Bereite. Dies war... Ja, dass ich soll. Und gehe hier einmal... hier rüber. Dass ich soll. Weil ich wissen will, was das hier heißt, dass hier diese Einheiten gesichtet werden. Oh, hier ist ein Einsamer von denen. Warum auch immer ich deinen vergessen habe. Hier habe ich keinen zurückgelassen. Ja, wie gesagt, hier die Schmiede, die ist mir eigentlich auch schon ziemlich Wumpe, genauso wie hier drüben. Ich meine, ich kann theoretisch vielleicht mal einen berittenen Speer schicken, der hier rüber mal ganz kurz hier drüben was ausspäht. Schauen wir mal. Jetzt bin ich aber vor allen Dingen gespannt, was es hier mit den kumanischen... Oh. Oh, Böhmen. Moment, die Böhmen sind back in business? Hesse? Ja. Dies war... Oh, der hat ihn sogar bekehrt. Ja, Alter. Dies war... Ja. Die Böhmen sind back in business. Das interessiert mich allerdings nicht einmal sonderlich, ob die Böhmen back in business sind. Ja. Ich will jetzt eigentlich aktuell nur wissen, was es hier mit diesen kumanischen Einheiten, diesen ungarischen, auf sich hat. Achso, ja, der ist hier entsprechend. Mach den bitte platt. Ja, mein theoretisch... Bekehren. Bekehr mal ganz kurz diesen Stall. Wir bekehren jetzt einfach alle deren Gebäude. Ah, das ist unser Stall. Genau. Ja. Bereitet. Ja, dass ich soll. Bereite. Hey, ja. Dies war. Bereite. Sasa. Ich will mich eigentlich mit den scheiß Böhmen jetzt nicht mal anlegen. Heiße? Ja. Das ist schon. Kann der Priester eigentlich auch Einheiten heilen, die gerade kämpfen? Ja, hier unten das. Oh, Moment, meine Trebuchets werden attackiert. Moment. So mache ich das aber gar nicht. Heiße? Ich will jetzt hier wissen, was hier mit den kumanischen Einheiten eben gemeint ist. Dies war Sasa. Dass ich soll. Aber das sind Böhmen. Eure Hoheit, diese kumanischen Krieger versprechen für 200 Gold unserer Armee beizutreten. Okay, ich glaube, das Kumanen... Moment. Wo mache ich das jetzt? Hier, oder? Oh, ich brauche einen Marktplatz. Moment kurz. Ja, das war. Moment ganz kurz, dann baue ich mal ganz kurz einen Marktplatz. Hier. Hier bei Dubau. Und einen Marktplatz. Ganz kurz. Hier, Marktplatz. Buwe, Gebure. Gebure, genau.
Oh ja. Ich frage mich theoretisch, ob ich es schaffen kann, dass der Stall so lange lebt, dass ich mir hier Paladine raus erschaffe. Oh, Bevölkerungslimit ist erreicht. Okay, dann nicht. Ja. Finde ich ja eigentlich ganz cool, wenn die jetzt bei uns sind. Heiße, dass ich so wäre. Geboren. So, du hilfst dir mal ganz kurz. So, Marktplatz ist gebaut. Sehr schön. Dann Kumanen. Wie viel wollen die? 200 Holz? Wollen nicht 200 Gold? Ach, Gold, nicht Holz. Ich bin ein Trottel. Eine weise Entscheidung. Haha. Oh nein, 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 nein. Die haben diese Dinger. Die sind vielleicht gar nicht so schlecht. Aber nur entsprechend, wenn man sie auch vernünftig einsetzt. Ich meine, ja, hier die Mühle könnten wir jetzt theoretisch platt machen. Ich weiß nicht, ob uns das großartig was hilft. Ja. Ihr kommt hier rüber bitte mal. Ihr stoßt dann von der Seite dazu. Heiße? So. Ja, dass ich soll. Und dann würde ich sagen, geht's los. Ihr seid eh alle. Oh ne, ihr seid nicht alle. Ja. Warum seid ihr nicht alle auf defensiv eingestellt? Ja, ja. Verstehe nicht ganz. Ja. Seid ihr immer noch ein paar Einheiten vom Anfang? Kann ja eigentlich nicht sein. Egal. Ich glaube, eine gute Position für unsere Trebuchets ist genau hier. Weil ich glaube, hier können die so ziemlich alles platt machen. Es platt zu machen sich lohnt. Hier kommt's alle hier rüber langsam, genau. Oh. Ja, nee, die machen das nicht so schnell. Die Burg hat größere Reichweite, als ich dachte. Stirb. Heiße? Ja. Tja. Heiße? Wir machen die Bayern, glaube ich, relativ easy platt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nicht mein Trebuchet platt machen. Ja, ja. Heiße, dass ich soll. Dies war, ja. Ja, dass ich soll. Bereite, Sasa. Musst immer nur abfangen, bevor sie zu... Bereite, ja. ...zu den eigenen Einheiten kommen. In dem Fall zu den Trebuchets. Ich mache einfach noch ein oder zwei. Oh scheiße, jetzt habe ich viel zu viele Einheiten eigentlich. Egal, die helfen mir schon. So, da. Gut, die Mauer ist gefallen. Heiße? Ja. So. Genau, jetzt machen wir erstmal mit denen ein bisschen was. Die sind ideal eigentlich gegen große feindliche Heere. Bereite, streitet. Ja. Streitet, genau. Keine Ahnung, warum die teilweise nicht das angreifen. Genau, wisst ihr, was ihr macht? Ihr beide seid jetzt ganz schön einfach auf der Sideline. Ihr steht jetzt hier und macht das Kloster kaputt. Ihr geht jetzt hier hin. Und
zerstört das Kloster. Sonst macht ihr jetzt erstmal nichts, außer dumm rumstehen. Nein! Ich frage mich gerade... dass man nicht auf die Felder draufklicken kann, ohne dass die sich aufbauen. Ihr macht jetzt hier den Turm da hinten platt. So. Wo ist einer unserer Priester? Hier. Du snackst dir hier das und damit sind wir durch. Glaube ich. Das wäre entsprechend gar nicht mal so schwer gewesen jetzt hier, diese Mission. Ich meine, gut, es war die Anfangsmission von Barbarossas Kampagne. Aber nichtsdestotrotz... Oh. Wo? Wer? Wie können die überhaupt noch einen Priester haben? Du bringst das da rein und damit würde ich sagen... Sehr schön. Der hier ist übrigens nicht weit gekommen, der Speer, muss ich sagen. Vielleicht haben ein paar von euch da mehr Glück, hier so ein bisschen was auszukundschaften, was die noch so in etwa haben. Aber ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich gewonnen haben, sobald die vierte gelegt wird hier. Wenn wir alle heiligen Reliquien einnehmen, ist euer Anspruch auf die Krone des heiligen römischen Kaisers gefestigt. Wie jetzt? Achso, ich dachte, ich muss jetzt noch die restlichen zwei machen. Aber okay. Errungenschaft teutonischer Sieg, wie immer in der ersten Kampagne, weil wir ein neues Volk spielen. Ja, und ich würde sagen, wir haben es eigentlich relativ souverän gelöst. Also ich muss sagen, das war deutlich einfacher, als ich mir gedacht habe, als ich zum ersten Mal gesehen habe, oh scheiße, wir sind jetzt hier auf einer kleinen Insel, also relativ kleinen Insel, umringt von 6 Typen. Ich meine, wenn ihr euch dann hier an Saladin erinnert, da gab es eine Mission, wo wir nur 3 Widersacher hatten und die Mission war richtig schwierig. Das hier war ja Kindergeburtstag. Sie nannten Barbarossa die Geißel Europas. Doch er war als Diplomat ebenso fähig wie als Krieger. Er vereinigte die deutschen Fürstentümer mit mehr als nur dem Schwert. Er entwickelte eine Reihe von Rechtssatzungen namens Landfrieden. Er half den Hungernden, indem er nach jeder Ernte einen Preis für Getreide festlegte. Die deutschen Provinzen wurden so bald die reichsten und mächtigsten in ganz Europa. Das Heilige Römische Reich war so erfolgreich, dass seine Stärke bald ausreichte, um zu expandieren. Ja. Finde ich jetzt fast schon schade, dass ich die Burgunder und die Sachsen gar nicht platt gemacht habe. Wäre sich locker noch on the side ausgegangen. Militärisch waren wir ganz weit oben. Ich meine, wir haben nicht mal 30 Einheiten verloren, aber fast 600, also eher 550, aber platt gemacht. Die meisten davon Österreich, ja, Schwaben und Burgunder. Lustigerweise die meisten haben gefallene Einheiten, also zumindest Burgund hat viele gefallene Einheiten, obwohl wir die gar nicht mal getötet haben. Die Bayern haben fast, ich meine, okay, aber bei den verlorenen Gebäuden sieht man ein bisschen eher, wen wir platt gemacht haben. Ja, die Burgunder und die Kumanen, die haben gar keine Gebäude gehabt. Also Bekehrung haben wir 6 gemacht. Es wurde keine eine unserer Einheiten bekehrt. Größtes Heer, ich meine... Okay, ja, ich glaube, nachdem ich überhaupt Paladine hatte, nachdem ich dieses Upgrade hatte und davon 10 Stück, habe ich, glaube ich, fast nicht mehr verlieren können. Ja, wirtschaftlich und technologisch, bla bla.
der Imperialzeit waren wir relativ... Ich meine, die waren nicht einmal in der Imperialzeit alle, also ist relativ logisch, dass die jetzt nicht großartig gewinnen können. Gesellschaftlich, ne, Zeitlinie ist noch interessant, ja. Wir expandieren einfach immer mehr, während die anderen schrumpfen. Und ja, scheiß Österreich hier, an diesem Punkt wären sie eigentlich tot gewesen, hier bei dieser Schlacht. Aber dann haben sie sich mit ein paar Einheiten noch gehalten, was ich irgendwie so ein bisschen scheiße finde, aber okay. Wo waren eigentlich die anderen, die wir platt gemacht haben, neben den Österreichern? Hier die Böhmen zum Beispiel. Ja, bei denen, man sieht es immer an dem Hellen, teilweise halten die sich noch mit ein paar militärischen Sachen, aber im Endeffekt, was war denn eigentlich das für ein großes einschneidendes Ereignis hier, wo alle... Oh, als ich die Kumanen weggemacht habe, hat sich das Ganze einfach so ein bisschen umverteilt, weil die einfach... zack, mit einem Ruck in meine Armee aufgenommen worden sind. Also der Teil wird quasi hier angerechnet, dadurch gibt es so einen Ruck nach unten. Okay, das heißt, im Endeffekt war das gar kein so krasser Ruck, sondern die Kumanen sind einfach zu mir gekommen und Ende der Geschichte. Ja, und am Anfang gab es relativ viel Kumanen. Interessant. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zur Karte, weil ich sehen möchte... Okay, jetzt haben die auch ein bisschen aufgedeckt. Ja, hier wie gesagt die Burgunder. Das waren ja die Burgunder, ja. Die hätten eigentlich überhaupt mir nichts gemacht. Weil, allein schon, weil das Kloster... Wo war denn das Kloster von denen? Wo war denn das Kloster von denen? Hä? Wo war denn das Kloster der Burgunder? Ach, so schaut das bei denen aus. Ja. Ja, gut, ich hätte hier mit den Trebuchets, die hier, hätte ich wahrscheinlich hier hingestellt, zack, zack, platt gemacht, dann hier, an den hätte ich mich gar nicht gemacht, dann hätte ich hier das platt gemacht, das, das und hätte den Priester rübergeschickt. Easy goal. Hier die Sachsen, ja, eigentlich hätte ich auch hier weiter zu den Sachsen gehen können. Die haben hier nicht mal Türme gehabt, außerdem. Das heißt, ich hätte mich vielleicht an dem Onaga hier ein bisschen verbrannt. Und dann hätte ich hier über Norden gehen können. Zack, zack. Das zerstören mit ein paar Tribuken. Das zerstören. Priester rein. Geht schon. Das ist wahrscheinlich ziemlich genau die Speedrun-Strategie. Dafür schaut, muss ich sagen, hier die Burg mit den Klippen rundherum und dem Alm hier wirklich sehr fancy aus. Würde ihnen, wenn ich allerdings nicht mit Schiffen angreife, und warum sollte ich auf der Karte mit Schiffen viel herumtun, hätte mir das irgendwie voll nichts gebracht. Ja. Ja, damit würde ich sagen, das war's schon mal wieder. Laufendes Spiel beenden, zur Kampagne zurückkehren. Das war's mit mit dem Heiligen Römischen Reich, mit dem Heiligen Römischen Kaiser. Ja, sau kurz die Folge. Ja, es tut mir dann immer so ein bisschen leid, dass die Folge jetzt, vor allen Dingen, weil ihr jetzt einen Tag mehr oder weniger ohne Age of Empires auskommen musstet, weil ich einfach nie mehr Zeit hatte aufzunehmen beim letzten Mal. Dass ich das jetzt so machen muss. Aber nächstes Mal geht's weiter zu Heinrich der Löwe. Und das könnte dann eventuell schon eine bisschen schwierigere Mission werden. Ich hoffe es natürlich nicht, es könnte aber sein. Ich muss allerdings auch sagen, dass mir hier der Spielstil hier mit diesen Deutschrittern und Paladinen, die Stärke und der Spielstil hier von den Teutonen, die wir hier spielen, sagt mir ehrlich gesagt ziemlich zu. Aber ja, was das im Endeffekt für Auswirkungen hat, sehen wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Und bis dahin sage ich, tschüss, Leute.